Es geht um mehr als Wohnen, es geht um ein Zuhause. So selbstbestimmt und komfortabel wie möglich zu leben, sollte auch im Alter selbstverständlich sein. In der gemeinnützigen Stiftung St. Josef sorgen sich weit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich in den verschiedenen Einrichtungen um das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. Kompetenter, menschlicher und individueller Service ist dabei die Maßgabe. Mitten im Herzen der münsterländischen Stadt Emstetten zwischen Innenstadtpark und Rathaus liegt die Seniorenresidenz St. Josef Stift. Ein täglicher Mittagstisch im Restaurant, Café, Kiosk, eine geräumige hauseigene Kapelle sowie Bücherei und Friseur gehören ebenso zum Wohnalltag wie Kreativ-, Kultur- und Sportangebote. Der lauschige Innenhofgarten bietet Naturerleben in geschützter Atmosphäre, ist aber auch Raum saisonaler Aktionen und Events. 75 Pflegeplätze in drei Wohnbereichen hält indes das Altenwohnheim Kastanienhof vor. Ebenfalls in bester Innenstadtlage, mit familiärer Atmosphäre und bedürfnisorientierter Betreuung. Die nahe Fußgängerzone wird von Bewohnern und Besuchern, wie auch der hauseigene Garten mit der namensgebenden Kastanie, gern genutzt. In der jüngsten Einrichtung der Stiftung, dem Seniorenwohnheim Haus Simeon, wird ein offenes Konzept umgesetzt. Dieses bringt die Bewohner mit Gästen der angegliederten Tagespflege zusammen. Mit höchsten Ansprüchen an die Qualität der Pflege werden auch hier Gemeinschaft und Geborgenheit gelebt. Mit einem halben Jahrhundert Erfahrung in der Altenpflege gehört die Stiftung St. Josef zu den führenden Anbietern der Region. Professionelle Pflege ist in der Stiftung nicht nur eine Begrifflichkeit, sondern ein Versprechen.